Hallo, liebe Schüler, hier geht's um Prozentsätze darstellen, Streifendiagramm. Ja, wird alles etwas komisch sein. Jetzt wird's noch komischer. Wir haben hier eine Tabelle, nämlich, gut, wenn wir genau hinschauen, wissen wir schon, was drinsteckt. Wir haben hier einfach eine Umfrage gehabt. Und zwar in der Klasse 6c. Was ist dein Lieblingshobby oder Lieblingssportart? Und hier wurden die Sportarten aufgezählt. Hier wurde aufgezählt, wie oft das Ganze genannt worden ist. Es war hier nur eine Einmalnennung möglich. Keiner durfte eine zweite Sportart auswählen. Tatsächlich hat einer Mathe gewählt. Ja, und wie man auf die Anteile in Prozent kommt, werden wir gleich drauf kommen. Und was hier ein Streifendiagramm ist, das sehen wir jetzt gleich. Das ist ein sogenanntes Streifendiagramm. Das heißt, diese Umfrage wurde in ein Streifendiagramm dargestellt. Das heißt, das, was hier die 9 und Fußball ist, ist der Block. Das, was Eishockey und 5 ist, ist der grüne Block. Turnen ist der gelbe. Tanzen der blaue. Und klar, Reiten muss genauso lang sein, ist das hier, so wie die rosa. Und irgendeiner hat Mathe genannt, ja, hier der orange Teil. Nur, das darzustellen ist natürlich eine schöne Übersicht. Man sieht hier eindeutig, okay, das ist der größte Block und da wird es kleiner und so weiter. Aber wie macht man das? Das werden wir jetzt feststellen. Als erstes brauchen wir natürlich einen GW. Ja, was ist der GW? GW ist nichts anderes als die Zusammenfassung aller Anzahlen. Denn wir wissen ja ganz genau, dass es nur eine Einmalnennung war. Also muss ich 9 plus 5 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe, müsste da 22 rauskommen. 14, 17, 19, 21, 22. So, wie komme ich auf die Anteile in Prozent? Naja, wenn ich hier den PW habe und hier den GW, ist es jedes Mal wieder dieselbe Formel. P% ist 9 22. mal 100%. Gibt hier gerundet 41%. Wir runden hier auf ganze Prozent. Dann werden wir später feststellen, warum. Dann mache ich das Ganze für 5, dann für 3, für 2 und da hinten brauche ich es nicht mehr machen. Denn 9%, wenn es 2 sind, also 2 sind 9%, dann ist 1 4,5%. Ist auch klar, weil es ja die Hälfte sein muss. Also hier kann man auch ein bisschen tricksen, wenn man rechtzeitig schnell das Richtige berechnet. So, jetzt habe ich quasi die Prozentzahlen berechnen können. Das war noch Grundwissen. Nur, wie komme ich jetzt auf so ein Streifendiagramm? Ich lege jetzt mal fest, dass mein Gesamtstreifen 15 cm lang sein soll. Also so lang. Ich könnte den auch auf 20 lenken. 20 cm machen auf 25. Ist völlig egal. Muss ich am Anfang festlegen. Es sollte halt nicht zu klein und auch nicht zu lang sein. Er sollte noch ins Heft passen und er sollte noch einigermaßen übersichtlich sein. Deswegen habe ich mich jetzt auf 15 cm geeinigt. So, ich weiß, dass 41% Fußball ist. 41% nicht nur von der Umfrage, sondern auch von meinem Streifen. 100% sind 15 cm. Ja, ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. 1% sind 0,15 cm. Und jetzt kann ich doch berechnen, wie viel sind 41%. Diese 41% sind ja die 9, das habe ich berechnet. Aber jetzt rechne ich das Ganze auf 15 cm um, nicht mehr auf den GW von 22, sondern auf die 15 cm hier. Also muss ich auf hier auf 41% kommen. 41 mal 6, mal 0,15 gibt 6,15. Und so mache ich das Ganze weiter. Ich brauche jetzt nicht jedes Mal wieder denselben Dreisatz, sondern ich mache einfach von 1 auf 23 gibt 3,45. Von 1 auf 14 gibt 2,1. Von 1 auf 9% gibt 1,35. Das brauche ich natürlich nicht zweimal berechnen. Das langt ja einmal. Und dann noch dieser Mathe-Freak. 4,5% sind 0,675 cm. Problem, wenn wir jetzt hier sehen, diese Rundungen da hinten, das wird ganz schön schwierig zum Zeichnen. Einfach ungefähr genau zeichnen. Hört sich schwierig an. In der Mathematik sollte eigentlich alles genau sein. Aber ich kann doch einen Millimeter zeichnen und danach kommt der zweite Millimeter und dann setze ich es einfach genau in die Mitte. Spätestens das hier wird dann etwas schwieriger. So, wie zeichne ich das ein? Ist eigentlich relativ leicht. Ich gehe auf 6,15 cm, mache hier einen kleinen Strichle und dann ist hier Mathe abgeschlossen. Davon ausgehend mache ich dann 3,45. Also ich zähle quasi 6,15 und 3,45 zusammen und bin dann hier. Oder ich nehme einfach hier das Lineal, lege es an und gehe dann 3,45 cm weiter. Und so mache ich das bis zum Ende. Es sollte exakt hinausgehen. Wir werden feststellen, dass es mathematisch gar nicht immer möglich ist, dass es exakt hinausgeht. Aber wer am Schluss dann noch 2 cm drüber hinausschießt, der hat sich irgendwo verrechnet. Problem ist bei diesem Streifendiagramm, man muss exakt und deutlich rechnen. Man muss hier natürlich P% richtig berechnen und man muss hier die Umrechnung richtig berechnen. Deswegen solltet ihr das in der Gruppenarbeit immer zu zweit machen, dann tut ihr euch leichter. Am Schluss, ja, ist es noch nicht wirklich übersichtlich.
Noch kurz beschriften, Fußball, Eishockey, Turnen, Tanzen, Reiten, Mathe. Und schon haben wir das einigermaßen mathematisch dargestellt. Und jetzt wäre es tatsächlich eine Ausfrage von einer Umfrage, eine Auswertung von einer Umfrage, die man echt gut repräsentieren und zeigen kann. Das wäre jetzt etwas, wo man dann auch mal anderen Klassen zeigen kann, so dass es übersichtlich ist. Das, was davor war, das war relativ unübersichtlich. Das, mit dem kann jeder auf einen Blick sofort anfangen. Was hat die Klasse gewählt?